Ich vermute mal, es wird zu einem Diebstahl kommen. Das wäre jetzt das, was für mich so ein bisschen die logische Schlussfolgerung des Ganzen wäre. Oh, Vater! Hallo, Mr. Bouvier. Hallo, Mr. Holmes. Ja, Caitlin? Wie du aussiehst! Gefällt's dir nicht? Oh, doch! Caitlin, sei respektvoller gegenüber deinem Vater. Jetzt schauen wir uns mal die Olle hier an. Wir müssen aufpassen, wir dürfen keine falschen Schlüsse ziehen. Hat so ein bisschen was. Die hat so ein bisschen was von Angelina Jolie. Vielleicht liegt es aber auch nur an den Schlauchbootlippen. Ich weiß es nicht ganz. Oh, besucht einen Gefangenen. Ist aber nicht verheiratet. Oh, Schnitte. Sie hat womöglich einen Selbstmordversuch hinter sich. Halskette, okkulter Gegenstand, exzentrischer Schmuck. Ich würde sagen, okkulter Gegenstand. Elise ist Sherlock Holmes neue Nachbarin. Sie ist jung und hübsch und sie scheint sich gut mit Kindern zu verstehen. Sie ist noch unverheiratet. Die Liebeskette, die sie trägt, deutet auf eine Verbindung zur Unterwelt hin. Sie hat schwierige Zeiten durchgemacht. Die Narben weisen auf einen Selbstmordversuch hin. Nach ihrem Schmuck zu urteilen, ist sie am Okkulten interessiert. Miss Alice hat mir über ihre ganzen Reisen erzählt, Vater. Sie war schon überall auf der Welt mit ihrem eigenen Vater. Ihre Tochter ist reizend. Und sie war an Bord des Orient Express, als er angegriffen wurde. Oh, was für ein Traum. Genau. Sie ist so einfallsreich und kreativ. Das erinnert mich daran, dass ich sie fragen wollte, ob Caitlin mich besuchen kann, um ihr Klavierspiel zu üben. Was? Wir dürfen nur ablehnen? Ah, wahrscheinlich traut Holmes ihr nicht. Wir brauchen nur kein gutes Instrument. Das finde ich irgendwie doof. Ohne Erklärung ist auch doof. Dann würde ich mal sagen, Kates Ausbildung. Das ist nett, aber ich habe beschlossen, dass Kate mit dem Klavierspielen aufhört. Oh, Vater, was sagst du denn da? Caitlin, wir sind Nachbarn. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin lasse ich dir dieses Buch hier. Vielen Dank, Miss Alice. Naja, eine tolle Begründung war das jetzt aber nicht wirklich. Naja, gut. Ich würde mal sagen, wir schauen uns noch an, wie der Fall jetzt eigentlich loslegt. Um dann zu entscheiden, können wir das Buch uns denn anschauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wer hat da schon wieder seinem eigenen Schwanz hinterhergejagt? Ich sollte öfter mit dir Gassi gehen. Ja, solltest du wahrscheinlich. Ob wir mit Caitlin reden können gerade? Ach du. Die haben das Zimmer aber ganz schön schnell umgeräumt. Haben mir nicht mal einen Tag dafür gebraucht. Hey, der Witzka. Ach du grüne Neune. Ich will noch mal ganz kurz zum Dings gehen. Oh, Moment. Könnte ich hier... Brief von Dr. Fischer. Sherlock Holmes, erinnern Sie sich noch an mich, Dr. Reuben Fischer? Sie sind ein armseliger Detektiv. Das sollte mal gesagt werden. Sie haben den Grund für das Ganze einfach nicht verstanden. Wir hatten das kleinere Übel gewählt, um eine bessere, strahlendere Zukunft zu erreichen. Es mussten einige wenige geopfert werden, um der großen Mehrheit zu helfen. Eines Tages werden Sie sich noch an diese Worte erinnern. Absolut hochachtungsvoll, Dr. Reuben Fischer. Wenige geopfert für das Wohl der Größeren? Ich glaube nicht. Ah ja, genau, Maya-Kalender. Wir wollten uns informieren. Hahaha. Ganz wichtig. Forschungsberichte wohl eher nicht. Zeitungsberichte auch, glaube ich, nicht. Geschichte. Maya-Zivilisation. Die Maya-Zivilisation, die ihr Zentrum im tropischen Hochland in der Region, die heute als Guatemala bekannt ist, hatte, erreichte ihren Höhepunkt an Macht und Einfluss im 6. Jahrhundert nach Christus.
Die Maya glänzten vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Töpferei, Hieroglyphenschriften, Kalendererstellung sowie Mathematik und hinterließen eine Vielzahl von beeindruckenden architektonischen und symbolischen Werken. Vor der spanischen Eroberung Guatemalas bildete die Quiche die größte Maya-Volksgruppe. Der Name bedeutet so viel wie viele Bäume und leitet sich von dem bewaldeten Hochland ab, in dem die Quiche lebten. Tekun Uman war der letzte Herrscher der Quiche und kämpfte mit seiner Armee gegen die spanischen Eroberer. In der Schlacht bei El Pinar fiel Tekun Uman, als der Speer von Don Pedro de Alvarado seine Brust durchbohrte. Der Legende nach soll Tekun Uman selbst nach seinem Tod sein Volk beschützt haben. Da, gefunden. Aha, gut. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Es werden also die Nachrichten per Gabel an den massiven Holzschrank getackert. Ich glaube zwar nicht, dass eine Gabel fest genug ist, das da so zu durchbohren. Andererseits, ob das Messer einen Steinkamin hätte durchbohren können, weiß ich jetzt auch wiederum nicht. So. Ich glaube, erstmal gibt es mehr nicht. Genau, ich wollte zum Teleskop und gucken, was die Nachbarin so macht. Das will ich mir mal ganz fix... Na, komm. Holmes, wieso rennst du denn jetzt nicht? So, na komm, sehr schön. Wo ist der? Ich glaube hier in dem Innenhof. Gucken wir mal, ob sie jetzt wieder jemanden auspeitscht, die Verrückte. So. Und? Eieiei, die ist immer noch am Auspeitschen. Aber immerhin hat sie einen Rock an, dass man nicht Angst haben muss, gleich ihr Höschen durchblitzen zu sehen. So prominent, dass sie sich einen Höschenblitzer leisten kann, ist sie dann leider doch wiederum nicht. Ups, halt hier hin und reisen zum Club. Und dann schauen wir mal, welches Verbrechen dort geschehen sein mag, mit dem wir uns diesmal beschäftigen dürfen. Die Statue war es. Sie hat Zacharias getötet. Beruhigen Sie sich, Sir Charles. Sie stehen unter Schock. Lassen Sie uns arbeiten. Was kann ein einfacher Inspektor wie Sie schon machen? Sie haben keine Ahnung. Ein einfacher Inspektor? Also wirklich. Und da kommt Mr. Holmes. Lestrade, haben Sie etwa auch einen Preis gewonnen? Sehr witzig, Mr. Holmes. Gehen Sie nach Hause. Die Siegerehrung fällt aus. Hier wurde jemand ermordet. Wirklich? Und ich dachte, ich komme wegen dem Preis. Ich weiß. Ich habe Sie auf der Spielerliste gesehen. Gehen Sie. Sie wollen mir nicht gratulieren? Was? Halten Sie mich für so naiv? Zuerst wird hier jemand ermordet und dann tauchen Sie ganz zufällig auf. Was für eine Überraschung. Oh, Sie übertreiben wieder maßlos, Lestrade. Tun wir doch einfach so, als ob ich ein einfacher Berater sei, Ihr ergebener Assistent. Ach, also gut. Das Clubmitglied Zacharias Greystoke wurde gegen 4 Uhr morgens getötet. Dort drüben. Jetzt lassen Sie mich arbeiten. Das werde ich gerne tun, Inspektor. Clubhaus. Haben Sie das Clubhaus durchsucht? Wozu? Die Tat hat sich draußen ereignet. Wie lauten denn die Fakten? Es ist recht offensichtlich. Der Täter wollte den Maya-Kalender stehlen. Zacharias Greystoke erwischte ihn dabei. Der Täter griff zur erstbesten Waffe, die er finden konnte, zum Speer der Statue, und tötete ihn. Danach floh er, als gerade Sir Charles aus dem Clubhaus kam. Leider konnten wir keine Spuren jenseits der Mauer des Clubs finden, als ob sich der Täter in Luft aufgelöst hätte. Sehen Sie sich selbst um. Das werden wir. Das werden wir. So, Preisverleihung ist ja jetzt wohl gegessen. Was haben wir denn hier Schönes? Kratzer auf dem Stein. Was das wohl bedeutet, diese Kratzer? Haben wir hier noch mehr? Ein zerbrochener Ast. Jemand ist auf den Baum und dann über die Mauer gesprungen. Sehr gut beobachtet. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Na, noch nicht. Irgendwann vielleicht, aber jetzt nicht. Jetzt schauen wir uns erstmal um.
müssen herausfinden, was hier geschehen ist. Nur Clubmitglieder haben Zutritt. So dürfen wir immer noch nicht rein, verstehe. So, dann gehen wir mal hier lang. Also ein Mord. Und ich dachte, es wird nur das Ding gestohlen. Aber nein, wir haben direkt auch noch einen Mord mit dazu. Ach. Wie spaßig. Natürlich, weil ein Mord so spaßig ist. Genau. Cyrus, was hast du für ein Verständnis von Spaß? Sir Charles, können Sie mir genau beschreiben, was geschehen ist? Ah, Mr. Holmes. Nun, um die Siegerehrung vorzubereiten, entschied ich mich, die Nacht über hier im Club zu bleiben. Ich saß alleine am Tisch, als ich ein lautes metallisches Geräusch und einen schrecklichen Schrei hörte. Ich rannte raus und fand den leblosen Körper von Zacharias. Und bei meiner Ehre, ich sah die Statue von Tekun Umman wegrennen. Sie sahen die Statue wegrennen? Es war zwar dunkel, aber ja, ich bin mir sicher. Sie rannte weg und machte dabei ganz schreckliche metallische Geräusche. Und das Podest ist jetzt leer. Sehen Sie nicht? Kannten Sie das Opfer? Ja, natürlich. Zacharias Greystoke. Er ist... er war ein Clubmitglied und exzellenter Bowls-Spieler. Ich sollte ihn mir vielleicht anschauen, weil nicht, dass am Ende Sachen, die wir bei ihm sehen, uns Möglichkeiten bieten, gegen ihn zu argumentieren. Edelstein von schlechter Qualität. Einladung. Sozial aktiv. Einfach. Ich glaube nicht, dass das nur ein einfaches Flugblatt ist. Ich würde sagen, er ist sozial aktiv. Politisches Symbol. Auch hier kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur eine Verzierung ist. Auch hier soziale Aktivität und politische Aktivität, der scheint mir schon, war beim Militär, scheint mir schon ein Mann zu sein. Ring, verheiratet. Scheint mir jemand zu sein, der sich halt einsetzt an Dingen. Sir Charles Yellingham ist der Leiter des Boats Clubs des Archäologischen Instituts von London. Er war früher Soldat einer angesehenen Infanterieeinheit. Sir Charles ist verheiratet und macht einen wohlhabenden Eindruck. Allerdings täuscht dies offensichtlich. Er ist in der Tory-Partei politisch aktiv. Zudem scheint er ein aktives Sozialleben zu haben. Aber warum war er zu der späten Stunde hier? Oh, ich weiß nicht. Darf ich ins Clubhaus gehen? Das dürfen nur Mitglieder. Anderen darf ich das nicht erlauben. Außer es liegt ein Durchsuchungsbefehl vor. Woher haben Sie eigentlich den Maya-Kalender? Aus einer anonymen Spende. Wir erhielten ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte, ihn dem Sieger zu überreichen. Ist der Kalender wertvoll? Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert, aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. Okay. Ich dachte, Artefakte sind immer wertvoll. Also abseits des historischen Werts hätten sie auch immer einen materiellen Wert, dachte ich. Oder oftmals. Ein Teil der Befestigung der Statue. Das sind Teile des Podests. Spuren von Metall auf Stein. Okay. Das Befestigungseisen ist kaputt. Spuren von Metall auf Stein. Die Fläche ist beschädigt. Die Statue hat sich offenbar von ihrem Podest gelöst. Die Statue von Tekun Umman. Es kann doch nicht sein, dass die Statue einfach aufsteht und hier rumrennt. Das glaube ich einfach nicht. Und was ist mit der Statue? Bisher unklar. Ich denke, der Dieb hat sie mitgenommen. Irgendwie. Wer auch immer da zu Werke gegangen ist, war gut ausgerüstet. Oh, scheint so. Dann gibt es da noch Sir Charles' Version. Aber... Fahren Sie fort. Er sagte, er sei alleine an seinem Schreibtisch gesessen, als er einen Schrei hörte. Er ging hinaus und sah Greystoke am Boden liegen und... Ob Sie es glauben oder nicht, er sagt, auf dem Grün sei in der Nacht sonst niemand gewesen, außer der Statue selbst, die davonrannte. Sie meinen, die Statue könnte die Tat begangen haben? Interessant. Interessant? Eher absurd, würde ich wohl sagen. So wie Ihre eigene Version, meinen Sie? Okay.
Wir müssen uns gleich mal die Leiche anschauen. Das kennen wir ja schon. Dann bringt es nichts, nochmal hinzugucken. Ich glaube, jetzt ist wirklich nur noch die Leiche angesagt. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Wenn man Lestrade glaubt, war dieser Maya-Kalender der Grund für den Mord. War er das wirklich? Ich weiß ja nicht. Dieser Speer kam von der Statue auf dem Podest. Oh, was? Das sind nur die Initialien? Ach so, er hat es jetzt auch geklappt. Das Geld wurde nicht genommen. Und eine Uhr? Das Gehäuse hat Kratzer und Dellen. Kann man die irgendwie aufmachen? Tissot-Uhr, Schweiz, 1855. Diese Uhr ist alt und wertvoll. Sie hat viel durchgemacht. Sowas lässt man nicht liegen. Wenn es ein Raub wäre, oder wenn es ein Raub hätte sein sollen, dann lässt man nicht sowas hier liegen. Greystocks Ordner mit einigen Dokumenten. Diese Abbildungen stellen Maya-Symbole dar. Irgendwas fehlt noch. Dieser. Nee. Das kennen wir schon. Trockene Blätter. Sie erzeugen Geräusche, wenn man auf sie tritt. Greystoke hat das wohl getan. Am Opfer fehlen keine Wertgegenstände. Der Treffer war gut gezielt und kräftig. Haben wir jetzt schon wieder einen Seemann, der mit einer Harpune hier um die Gegend oder durch die Gegend schmeißt? Das heißt, ich muss jetzt die Reihenfolge machen. Statue schleudert den Speer. Statue springt vom Podest und flieht. Greystock tritt auf die Blätter und wird dann getroffen. Und dann kommt er aus dem Clubhaus. Oder? Nee, ich glaube, so ganz sieht das nicht korrekt aus. Nein, so lief das nicht ab. Nee, so lief das auch nicht ab.